Auf den ersten Blick ist dies eine ganz normale Messe. Auf den zweiten Blick geht sie ganz schön unter die Haut. Bei der Tattoo Week in Rio de Janeiro gibt es bunte Körperkunst zu bestaunen. Ausgefallene Tätowierungen, Piercingschmuck, Ohrringe und lebende Accessoires. Die Selbstinszenierung gehört für viele hier einfach dazu. Wer als Normalsterblicher Mut genug hat, der kann sich gleich selbst verschönern lassen beim Profi. Tattoos sind Körperkunst, eine Kunst, die sich immer weiterentwickelt und die einzige, die wir mit ins Grab nehmen können und die 30 Tage nach unserem Tod noch besteht. Und es ist eine Körperkunst, die ziemlich vielfältig ist. Unter den Augen einer kritischen Jury präsentieren sich hier die Teilnehmerinnen einer Miss-Tattoo-Wahl. Die diesjährige Siegerin steht auf den Rockabilly-Stil und die 50er Jahre. Das hier habe ich, weil ich ein Fan bin von Marilyn Monroe. Sie ist eine echte Filmdiva. Ich habe sie mit Haaren wie bei mir machen lassen. Ob klassisch verspielt oder extrem, Schönheit geht hier auf jeden Fall unter die Haut.